Hallo zusammen, ich bin euer Vlog Dave. Manche tun es morgens, manche eher abends. Hauptsache, man tut es. Duschen. Ich persönlich bevorzuge es, abends zu duschen. Um duschen zu können, ist eine Dusche sehr hilfreich. Captain Obvious lässt grüßen. Wie ihr merkt, wird das U lang ausgesprochen, beziehungsweise die erste Silbe wird betont. Dusche. Man kann diesen abgetrennten Bereich auch die Duschkabine nennen. Die Kabine, Singular, die Kabinen, Plural. Viele Leute haben einen Duschvorhang. Der Vorhang, Singular, die Vorhänge, Plural. Unsere Dusche hingegen hat eine dreiteilige Duschtür. Die Tür, Singular, die Türen, Plural. Das Duschgel. Mit dem Duschgel kann ich meinen Körper einreiben oder auch einseifen. Für meine Haare benutze ich ein Shampoo oder ein Haarshampoo. Das Shampoo, Singular, die Shampoos, Plural. So sprechen es wahrscheinlich die meisten Deutschen aus. Es gibt zwar auch den typisch deutsch klingenden Begriff das Haarwaschmittel, aber ich kenne niemanden, der dieses Wort wirklich dafür verwendet. Um meinen Körper gründlich abzuschrubben, benutze ich einen Duschschwamm. Der Schwamm, Singular, die Schwämme, Plural. Manche Leute verwenden statt eines Schwammes auch eine Bürste. Die Bürste, Singular, die Bürsten, Plural. Wir besitzen außerdem eine Duschmatte. Die Matte, Singular, die Matten, Plural. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, wird die Silbe Dusch vor viele andere Begriffe gesetzt. Viele Wörter in diesem Kontext sind daher Komposita. Das Wasser läuft aus dem sogenannten Duschkopf, genauer gesagt aus den Drüsen des Duschkopfs. Man kann diese Vorrichtung auch als Brause oder Brausekopf bezeichnen. Der Duschkopf oder die Brause. Das Wasser, mit dem ich mich abdusche, fließt dann in den Abfluss. Der Abfluss, Singular, die Abflüsse, Plural. Bevor ich allerdings duschen kann, sollte ich mich lieber ausziehen. Sonst würde meine Kleidung ziemlich nass werden. Und nun zu einem Streitthema. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich bevorzuge es, mit warmem Wasser zu duschen. Mit kaltem Wasser zu duschen ist wohl gesünder, aber auch unangenehmer. Ich stelle die Wassertemperatur ein. Die Temperatur, Singular, die Temperaturen, Plural. Ich dusche. Obwohl das nur zwei Wörter sind, ist es ein vollständiger deutscher Satz. Subjekt und Prädikat. Ich dusche. Übrigens, den englischen Ausdruck to take a bath kann man auch im Deutschen verwenden. Ein Bad nehmen. Eine wortwörtliche Übersetzung wie eine Dusche nehmen ist nicht wirklich gebräuchlich. Ich könnte auch sagen, ich dusche mich ab. Hier werden zwei verschiedene Verben verwendet. Sich duschen und abduschen. Wie lange duscht ihr eigentlich? Duscht ihr eher morgens oder abends? Und duscht ihr lieber mit kaltem oder mit warmem Wasser? Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu, das würde mich mal interessieren. Nach dem Duschen bin ich ganz nass. Ich muss mich abtrocknen. Ich trockne mich mit einem Handtuch ab. Das Handtuch, Singular, die Handtücher, Plural. In diesem Wort werden die Konsonanten D und T oft verschluckt. Das Handtuch. Anstatt sich die Haare abzutrocknen, sie trocken zu rubbeln oder sie einfach trocknen zu lassen, kann man auch einen Föhn verwenden. Der Föhn, Singular, die Föhne, Plural. Zu guter Letzt eine kleine Bemerkung am Rande. Falls ihr in den USA lebt und Dinge gerne bei Amazon kauft, könnt ihr jetzt meinen Affiliate-Link benutzen. Eure Kauferfahrung bei Amazon bleibt genau dieselbe. Ich bekomme lediglich für jeden Kauf, der über diesen Link getätigt wurde, ein paar Cents von Amazon zurück. So könnt ihr mich also indirekt unterstützen.
Ihr findet diesen Affiliate-Link und weitere Möglichkeiten, diesen Kanal zu unterstützen, in der Videobeschreibung. Alles klar, ihr habt jetzt genug gesehen. Raus hier! Alright guys, thanks for watching. If you wanna support me and this channel, leave a like, share this video with other people and don't hesitate to subscribe. You can also support me on the crowdfunding page Patreon. That really helps a lot and makes this channel possible. I'm your Vlog Dave, tschüss und bis zum nächsten Mal.